Eine YouTube-Welt ohne Haterkanäle, ohne Menschen, die Drogen verharmlosen oder mit den Ängsten oder der Aggression von Menschen spielen, um Geld zu verdienen. Guten Morgen. Ja, dieses Szenario ist durchaus realistischer geworden, da sich auf YouTube in Zukunft kein Geld mehr verdienen lässt, wenn die Videos ganz klar auf Hass und Aggression ausgerichtet sind. Warum gibt es da eigentlich so viele Kanäle davon? Das ist ganz einfach, weil man damit sehr leicht Geld verdienen kann. Oder beziehungsweise sagen wir es korrekt, konnte. Das Prinzip der Boulevardmagazine hat sich auch bei YouTube zu Genüge durchgesetzt. Man lästert einfach über Prominente. Und im Internet ist der Ton noch rauer als in den Schundmagazinen, was noch schnelleren Erfolg generiert. Es ist unglaublich, wie viel derartiger, nur auf Profitstreben entstandener Hass in den letzten Jahren bei YouTube entstanden ist. Da gibt es wirklich Kanäle. Ich nenne hier ganz bewusst keine Namen, um diese nicht zu bewerben. Die machen nichts anderes, als andere bekannte Kanäle zu dissen und profilieren sich dadurch. Und diese Kanäle heulen jetzt rum, da eben, und das ist wirklich neu, diese Videos nicht mehr monetarisiert werden können. Das bedeutet, da gibt es keine Werbeeinnahmen mehr dafür. Da gibt es keine Kohle mehr für den Hass. Wie ihr diese Kanäle findet, einfach YouTube verschärft Richtlinien eingeben in den Suchbegriffen und ja, das Rumgeheule dieser Kanäle bestaunen. Das ist so bizarr, die Menschen immer wieder dass Menschen immer wieder auf andere draufhauen und dass diese sich nun vor die Kamera hinsetzen und sich als Opfer darstellen. Oh, YouTube hat Richtlinien, oh, über Nacht geändert, oh, oh, oh. Ne? Aber das ist so bezeichnend, das ist so bezeichnend für die Menschen. Egal wie grenzenlos bizarr eine Opferhaltung sich objektiv darstellt, die Menschen fühlen sich da so rein, dass sie felsenfest überzeugt sind, dass sie das Opfer sind. Die Könige unter den skurrilen eingebildeten Opfern sind definitiv die Fleischesser, die täglich für den Tod von Millionen fühlender Lebewesen verantwortlich sind und sich nun als Opfer fühlen, wenn die Wissenschaft immer mehr und auch die Medien die Gefahren des Fleischkonsums aufzeigen und ja, in den Ernährungsrichtlinien zu einem moderateren Konsum aufrufen werden. Das wird als Opfer. Ne? Der ALG2-Empfänger, der hier in Deutschland ohne zu arbeiten sich vollwertig und gesund ernähren kann, siehe dazu mein Video und das Buch Vegane Welt mit wenig Geld, sich aber als Opfer der Wirtschaft sieht, das ist genauso ein gutes Beispiel dafür. Die Wirtschaft, die das Sozialsystem überhaupt erst ermöglicht, darüber regt sich der ALG2-Empfänger auf. Er ist das Opfer der Wirtschaft. Ne? Ohne die Wirtschaft gäbe es kein ALG2. Und da gibt es unzählige Beispiele, auch in den meisten von euren Köpfen, auch gab es das auch in meinen. Ich habe in vielen Dingen auch noch einiges an Potenzial nach oben, aber eine Sache konnte ich wirklich zu 100% aus meinem Leben streichen, die Opferhaltung. Es hat mich regelrecht angewidert, mich hinzustellen und irgendjemanden oder irgendwas außerhalb von mir für meine Probleme verantwortlich zu machen. Und auch wenn ich andere Menschen beobachte, wie sie sich in diesem Mindset wohlig und kuschelig suhlen, weil man damit immer die Verantwortung abgibt und quasi für nichts mehr etwas kann, dann spüre ich in mir ein so großes Unverständnis, wie man sich so gehen lassen kann. Wie kann man sich jetzt hinstellen und allen Ernstes sich darüber aufregen, dass man kein Geld mehr dafür bekommt, sich auf Kosten anderer zu amüsieren und zu erheben? Und dabei ist es egal, ob das der klassische oberflächliche Hate ist oder das Aufspielen als moralische Instanz und aus einer religiösen oder ernährungsidealisierten Haltung da von oben herab spricht. Und damit meine ich eben auch ganz genau manche vegane Kanäle, wie zum Beispiel Vegan Gains. Mist, jetzt habe ich ja zum Beispiel doch einen genannt. Den kann ich doch durchaus mal nennen, da ihn ja sowieso jeder kennt. Ne? Vegan Gains. Ich unterstütze hier ganz offensichtlich die vegane Message. Aber was auf dem Kanal von Vegan Gains abgeht, das ist einfach teilweise nur eine Hetze und eine Aggression. Ich weiß, einige von euch finden den Kanal richtig voll geil vom Vegan Gains, ne? Ich nicht mehr. Erst vor kurzem hatte einen Veganer, Timothy irgendwas, der an die flache Erde glaubt, was im Übrigen auch wieder nur eine Opferhaltung ist, indem man sagt, ja, die Obrigen arbeiten alle seit Jahrhunderten zusammen und wir werden verarscht. Aber jedenfalls hat Vegan Gains ihn als kompletten Idioten bezeichnet und auch dargestellt. Und ja, auch bei der Antwort auf meinen Kommentar, wo ich das angesprochen habe, auch nur abfällig über diesen Tim geredet. Ja? Nur weil dieser Mensch, also dieser Timothy, von seiner Angst und dieser ganzen leidigen Verschwörungstheoretiker-Bande da überrannt wurde.
Das ganze Video basiert nur darauf zu zeigen, wie dumm der Timothy ist. Vegan Gains macht das zwar durchaus clever, indem er in seinen Videos auch immer eine große Portion Wissen mit hinzufügt. Aber die Videos wären niemals so populär, wenn nicht dieses aggressive Vokabular und dieses respektlose Auftreten zugegen wäre. Und YouTube macht das einzig Sinnvolle und schließt den Geldhahn vor jeglicher Form von Hass, von Drogen und anderen radikalen Themen. Ne? Darunter fallen allerdings auch sexuell anstößige Themen, wo auch sicher das ein oder andere Video von mir drunter fällt. Aber wunderbar, ich mache die Videos nicht um Geld zu verdienen, sondern weil sie mir wichtig sind. Außerdem bin ich viel schneller Videos zu drehen, als YouTube überhaupt meine Videos sperren kann. Jeden Tag eins. Ne? Also mir ist das wichtig, das Thema im Ernst. Freie, ungezwungene Sexualität und Mut zur Nacktheit, das ist natürlich auch anstößig in unserer Gesellschaft. Aber da stehe ich wie kaum ein Zweiter dafür. Und wenn die Videos nicht monetarisiert werden können, da ist mir das sowas von scheißegal, selbst wenn der ganze Kanal nichts mehr abwirft, weil es zu radikal ist, vegan oder bewusstes Leben ist ja radikal. Dann wird es zwar nichts davon zu leben, was ja eine Begleiterscheinung ist, aber ich mache trotzdem weiter mit den Videos, weil ich etwas zu sagen habe, weil ich etwas sagen möchte. Ne? Von daher echt Daumen hoch YouTube, diesen ganzen niveaulosen Scheiß, den wir auf YouTube zu ertragen haben, gepaart mit Hass und mit Aggression und das alles auf, einer rein finanziell motivierten Basis, den braucht kein Mensch. Wenn die ganze mediale Welt nur noch verantwortungsvoll senden würde, das bedeutet einerseits nur stringente und logische Argumentation und daraus resultierende Theorienbildung zuließe und andererseits das Teilen von persönlichen Erfahrungen ohne daraus eine generalisierte Meinung abzuleiten, dann würde ich mit meinem BWL-Diplom 8 Stunden am Tag die öffentlichen Toiletten putzen und mich daran erfreuen, in welcher tollen Welt, in welcher tollen Umgebung wir alle hier aufwachsen können. Denn mit anzusehen, wie destruktiv und emotional diskutiert wird, ja, wie man die wildesten und unsinnigsten Theorien sich irgendwo herleitet und sich darüber dann auch identifiziert, was durch die emotionale Anhaftung auch wieder der Nährboden für erneute Auseinandersetzungen mit anderen Menschen ist, dann fällt es mir sehr schwer, immer genug Mitgefühl aufzubringen, dieses unreflektierte übereinander hergefalle nicht einfach ja, selber als pauschal dumm zu titulieren, wie das Vegan Gains gemacht hat. Und machen wir uns nichts vor, es wird immer noch einige Menschen geben, die so hasserfüllt sind und weiter auch ohne Geld andere Menschen denunzieren und auch lächerlich machen wollen. Schon alleine um ihr eigenes Selbstwertgefühl irgendwie aufzupolieren. Aber die große Masse an durchaus intelligenten Menschen, die einfach nur dem Geldstreben unterliegen und dieses auch gerne auf Kosten von anderen Menschen machen, denen wird dank YouTube ja, nun der Riegel vorgeschoben. Was haltet ihr davon? Ich bin gespannt auf eure Meinung.